Mit deiner Idee, eine Weltreise zu machen, bist du bei uns genau richtig. Gerade in der Szene der Weltreisenden haben wir uns im Laufe der letzten Jahre einen hervorragenden Namen geschaffen und das aus gutem Grund. Weil hier haben wir das Modell Badlands Pro und das ist genau das Modell für Leute, die viel fahren oder auf Reisen gehen, die einfach den komfortablen Schutz vor Wind, Wetter und Kälte haben wollen. Das sieht eigentlich so aus, als ob der genau für dich zugeschnitten ist. Eins, zwei, drei, vier. Wo Luft reingeht, muss auch Luft raus. Fünf. Es ist von der Form her ein typischer Adventure-Helm. Wir haben aber jedes Detail, jedes Spoiler, jeden Schirm, alle Teile darum neu entwickelt und bei allen die Überlegung, wie kann ich das Motorradfahren so komfortabel wie möglich zu machen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe diesen Helm getestet und was mich begeistert hat, dass der für einen Adventure-Helm so stabil im Wind liegt. Ich bin gefahren auf der Autobahn mit 160 und 180 und durch diese Luftleitbleche hat sich der Helm so stabilisiert. Ich kenne es nur von anderen Offroad-Helmen. Sobald ich schneller fahre, fängt mein Kopf an zu tanzen und zu wackeln. Dieser Helm ist einfach so stabil im Wind, das macht auch Spaß, höhere Geschwindigkeiten mit ihm zu fahren. Dieser Helm ist nicht mehr ausgestattet mit herkömmlichem EPP-Schaummaterial oder einer Styropor-Kalotte. Das, was dort grün schimmert unten in dem Helm, ist das Material namens Choroid. Diese Wabenstruktur, die zu sehen ist, die lässt so unglaublich viel Luft durch, wie das keine Styroporschale bisher gemacht hat. Also kann man sagen, der bestbelüftete Adventure-Helm, den man kaufen kann. Es ist im Prinzip ein Verschluss, der sich selber zuwirft. Es ist kein Häkchen mehr, keine Klammer, sondern ein Magnetverschluss, der sich nicht magnetisch hält, sondern nur die Zuhaltung magnetisch darstellt. Hier ist ein Alubügel und dieser Stahlring, das ist der, der die Zugkraft hergibt. Aber zum Öffnen löse ich den Magnet und der Helm ist zack geschlossen. Das heißt, ich kann meinen Helm so zuwerfen. Das sind diese Summe der Dinge, die den Helm ausmachen. Die Stabilität bei hoher Geschwindigkeit, die sehr gute Belüftung wegen dem Choroid-Material, die optionalen Dinge, die man vervollständigen kann, selbsttönendes Visier und dieser tolle Verschluss und als Carbon-Helm noch zusätzlich sehr, sehr leicht. Ist das nicht ein geiles Zeug? Es fühlt sich auch an wie eine zweite Haut. Der Helm 1215 Gramm. Du merkst überhaupt nicht, dass du einen Helm auf hast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Walle on Tour und dem zweiten Teil des großen Equipment-Videos. In diesem Video dreht sich alles um die Kleidung meiner Reise. Und ihr habt jetzt gerade eben ein Video gesehen von der Messe Friedrichshafen 2019, also Saisonstart. Und jetzt bin ich am Saisonende meiner 2019er Saison und habe ganz viele unterschiedliche Themen, Erfahrungen gesammelt, die ich gerne mit euch teilen möchte. Nehmt euch ein bisschen Zeit, besorgt euch was zu essen, was zu trinken, denn ich gehe jetzt mit euch wirklich Schritt für Schritt jedes einzelne Detail von Kopf bis Fuß durch. Fangen wir an mit dem Base Layer, also der Kleidung, die ich direkt auf der Haut trage. Es gibt Socken, es gibt die Unterwäsche und es gibt noch die lange Thermo- oder die lange Funktionswäsche. Schauen wir zu Beginn einmal auf die Funktionsunterwäsche, denn ich glaube, das ist somit das Elementarste, was ein Motorradfahrer oder eine Motorradfahrerin so am Körper trägt. Ich habe hier die Aggressor-Hose und das Aggressor-Shirt, das trage ich gerade, in der Stärke 1.0 und der gelben Farbe. 1.0 bedeutet, das ist relativ dünn und gelb bedeutet, es ist leicht wärmend. Ist die Zahl größer? Ist das Material dicker und ist die Zahl in blauer Farbe, ist es eher kühlend. Wem jetzt Synthetik nicht so gut gefällt, der könnte auch von der Marke Climb etwas in Merino-Wolle bestellen.
Merino-Wolle hat nochmal den großen Vorteil, dass es Feuchtigkeit nicht so richtig speichert und aufnimmt und Gerüche ebenso. Meine Erfahrungen aus dem letzten Jahr mit 35.000 Kilometern Laufleistung hat mir aber auch ganz gut gezeigt, dass die Synthetik mittlerweile so gut ist, dass ich zu 95% genau diese Kombination jeden Tag getragen habe. Ihr könnt es euch sicher vorstellen, hier hätte ich gerne noch den ein oder anderen Tag oder die ein oder andere Woche länger verbracht. So schön. Und heute an meinem Tag Nummer, keine Ahnung, ich habe aufgehört zu zählen. Ist das vielleicht ein Zeichen, dass ich so langsam mit dem Reisen begonnen habe? Unter der langen Unterwäsche trägt man ja auch noch eine normale Unterwäsche. Und da gab es lange für mich ein großes Fragezeichen. Trage ich da meine normale Boxershorts, so wie man die halt so aus Baumwolle normalerweise trägt? Oder gibt es da auch irgendwas Spezielles? Problem an einer Boxershorts aus Baumwolle ist, gerade wenn es heiß wird oder man sich besonders anstrengen muss, zum Beispiel beim Offroad-Fahren, dass sich das ziemlich mit Feuchtigkeit vollsaugt. Hingegen eine synthetische Unterhose hat den Vorteil, dass die Feuchtigkeit nicht aufgenommen wird. Diese Unterwäsche kann ich auch mal mehrere Tage am Stück tragen, wenn es dann sein muss. Und auch die ist nach einer Wäsche sofort trocken. Alle Produkte, die ich euch jetzt hier in diesem Video zeige, findet ihr auch in der Videobeschreibung mit den entsprechenden Kauflinks. Bei so einer langen Tour sind die Füße besonders entscheidend. Ist es sehr warm, trage ich einen sehr dünnen Kompressionssportlersocken. Diese Socken haben den großen Vorteil, dass sie die Blutstauung in den Beinen verhindern und mich einfach ein bisschen fitter halten. Gleichzeitig trage ich mit diesem Climb Snowmobile Stiefel keinen traditionellen Motorradstiefel, sondern einen sehr warmen Schuh. Also so ein dünner Socken, gerade bei warmen Temperaturen über 20, 25 Grad, war für mich ganz besonders wichtig. Und Komfort spielt eine große Rolle. Und wenn es dann doch mal auf meiner Nordeuropa-Tour etwas kühler wurde, also 10 Grad und weniger, dann habe ich mich für diesen Baumwollsocken von Climb entschieden. Der ist besonders lang, an den Stellen, wo es drauf ankommt, ein bisschen noch verstärkt und super angenehm zu tragen. Was ich übrigens immer beim Motorradfahren trage, ist so ein Halstuch. Und da hatte ich eins dabei von SW Motec mal als Werbegeschenk. Das hat die ganze Tour über wunderbar gehalten. Hat den Hals einfach vor Wind und Wetter geschützt. Da ich immer mit einem offenen Helm ohne Visier fahre, trage ich auch immer eine Sturmhaube. Das hat einmal was mit Temperatur und Wind zu tun, aber auch mit Hygiene. Und da gibt es ganz unterschiedliche Sturmhauben. Auch ganz unterschiedliche Hersteller. Es ist eigentlich wurscht, was man trägt. Hauptsache, man fühlt sich wohl. Es gibt für etwas kühlere Temperaturen die Baumwollvariante, wenn es wärmer ist, aus Seide. Und wenn es dann so richtig kalt und nass und herbstlich, winterlich wird, dann gibt es auch noch Sturmhauben, jetzt hier von Klein mit Gore-Tex, mit einem großen Flügel einmal vorne über die Brust und auch einmal hinten in den Nacken hinein. Das hat einmal noch mal den großen Vorteil, dass nicht wie bei einem normalen Halstuch sich die Feuchtigkeit hier runterzieht, sondern die Feuchtigkeit einfach durch die Gore-Tex-Membran gestoppt wird. Und wer es dann noch etwas wärmer um den Hals braucht, der kann sich hier auch von Climb so ein Neckwarmer kaufen. Sehr elastisch, super warm und ja, perfekter Halsschutz. Ich glaube, mehr geht da nicht. Ganz besonders wichtig ist der Schutz der Hände. Einmal natürlich im Falle eines Unfalls und auch vor Wind und Wetter. Es gibt einen kleinen Base Layer auch für die Hände. Das sind solche ganz dünnen Handschuhe, die als Liner bezeichnet werden. Solch einen Liner würde ich jetzt als Freizeithandschuh tragen, wegen der Funktion auch hier zum Smartphone bedienen. Und wenn es besonders kalt wird, dann trage ich das einfach als Schicht unter einem zweiten Handschuh. Welchen Handschuh ich besonders mag, wenn es warm wird oder ich ins Gelände gehe und besonders viel Gefühl und Rückmeldung von meinem Motorrad brauche, man muss ja auch immer dran denken, mit was für Motorrad ich hier unterwegs bin. Also mit welchem Gewicht vor allen Dingen. Ist der BMW Motorrad GS Enduro Handschuh. Das wäre jetzt hier die rote Variante, den gibt es auch nochmal in blau. Habe ich bekommen für die Mongolei, hat jetzt zwei Saisonen gehalten
und dann ist da auch Ende. Denn das Leder fängt an zu reißen, es wird porös und ja, durchs Reinigen ist einfach die Stärke nicht mehr so ganz gegeben. Er ist super durchlüftet, hat hier einen relativ starken Kunststoff, falls man dann doch irgendwo mal an einen Baum schlägt oder auf den Boden aufkommt. Den besten Handschuh, vor allen Dingen was die Wasserdichtigkeit und Wärme betrifft, den ich bisher je getragen habe, ist dieser hier. Ich habe ja vorher auch immer das Zwei-Fächer-Prinzip des BMW-Handschuhs verwendet. Das heißt, ein Fach für besonders guten Grip und ein zweites Fach für Wasserdichtigkeit und Wärmeisolation. Ich muss aber sagen, dass durch diesen Handschuh immer Wasser durchkam. Der erste wirklich wasserdichte Handschuh ist dieser hier mit einer Gore-Tex-Membran, mit einem Innenvlies, sodass er schön warm ist und vor allen Dingen wasserdicht. Kommen wir jetzt zu den weiteren Layern, dem Mid-Layern oder dem wärmenden, isolierenden Schichten. Was hatte ich so auf meiner Reise an und was sind meine Erfahrungen? Für besonders warme Temperaturen, da reicht so ein Enduro-Jersey. Das sieht cool aus, weil es so ein bisschen meine Farben widerspiegelt. Und man könnte auch noch einen Offroad-Protektor drunter anziehen, wenn man mal wirklich rein Motocross fahren will. Kauft man sich das Teil eine Nummer größer, es ist super luftdurchlässig und ja, sieht gut aus. Vor allen Dingen eben dann, wenn es besonders warm ist. Ich erlebe hier gerade richtiges Farmlife mit der Anna, meiner Gastgeberin. Und sie hat gerade ihre drei neuen Lämmer hier bei sich beim Streicheln. Schaut euch mal an, wie süß das ist. Und die sind total zutraulich, die laufen gar nicht weg. Ja, komm her. Darf ich dich auch mal ein bisschen kraulen? Oh. Ist es dann schon mal so ein bisschen kühler, dann kann man auch so einen Pullover anziehen. Der ist ganz dünn und schützt auf jeden Fall mal vor Wind, dass da nicht zu viel durchkommt und hält auch erstaunlicherweise ziemlich warm. Da ich aber eine ausgewiesene Frostbeule bin, liebe ich diesen Pullover. Ja, diesen Pullover hatte ich fast immer an. Teils auch bei Temperaturen über 20 Grad, weil er so angenehm ist. Er ist aus einem Synthetikmaterial, er ist super schnell trocknend und ich finde, er sieht einfach auch schick aus von den Farben. Es gibt natürlich alle diese Produkte hier, die ihr in der Videobeschreibung findet, verlinkt, in unterschiedlichen Farben. Also wenn euch jetzt diese Farbe nicht gefällt, dann werdet ihr auch andere Dinge finden. Das Besondere ist einfach, er ist gleich aufgebaut mit meiner super warmen Schicht darüber. Das heißt, er hat genau an der gleichen Stelle mein Handyfach hier in der Brusttasche, wo ich gerne mal mein Telefon einfach reintue, was ja auch den ganzen Tag irgendwie verstaut werden muss. Also das Konzept dieser Kleidung, dass man auch überall etwas reintun kann, dass diese Jacken noch ganz große Innentaschen hat, das ist einfach irre gut. Super praktisch für einen Motorradfahrer, der viel in einer Kleidung benötigt. Und diese Jacke hier ist eine Freizeitjacke, aber bei sehr kalten Temperaturen habe ich diese Jacke über dem Pulli unter meiner Motorradjacke auch noch angezogen. Der große Vorteil für Motorradreisen ist natürlich, wenn die Kleidung sich auch besonders gut verstauen lässt. Hier ist eine abnehmbare Kapuze dran. Diese Kapuze lasse ich aber gerne dran, wenn ich das Ganze schön klein kompakt verpacken möchte. Einmal zusammengefaltet, rolle ich das Ganze zusammen und stecke es hier platzsparend in die Kapuze. Danach ist diese große Jacke, die super leicht ist, einfach schnell verräumt und verpackt. Und sollte ich die Kapuze mal nicht brauchen, dann habe ich zwei Klettverschlüsse und einen Reißverschluss auf der Rückseite und genauso schnell wie er dran war, ist er auch wieder ab. Die Jacke ist einfach mega klasse. Es ist keine richtige Daune, es ist auch ein synthetisches Material, aber dafür ist es super leicht und mega isolierend. Ein Traum. Von Patagonia habe ich noch eine dünne Regenjacke dabei. Ganz ehrlich, diese Jacke hatte ich auf meiner gesamten Reise vielleicht ein- oder zweimal an. Ja, denn immer dann, wenn es geregnet hat, war ich ja mit dem Motorrad unterwegs oder hatte diese Kleidung auch so in der Freizeit an. Und mein Motorradanzug ist eben wasserdicht. Ein großer Vorteil. Die Regenjacke werde ich nächstes Jahr nicht mehr mitnehmen. Für den Fall, dass der warme Kleinpulli, die Jacke und die Motorradjacke nicht ausreichen, lege ich sogar noch eine fünfte Schicht zusammen mit dem Unterhemd hier mit drauf. Und das ist mein Valle on Tour Pullover. Das ist aber tatsächlich nur einmal passiert, dass ich so viele Schichten anziehen musste. Und das war nicht etwa in Island, in Norwegen, in Finnland, nein, das war in Deutschland.
kurz nachdem ich gestartet bin Richtung Baden-Württemberg, da war es einfach 0 Grad kalt und da brauchte ich einfach noch mehr Wärmeisolierung. Und wenn ich einfach mal gemütlich einen Pulli abends auf dem Sofa anziehen will oder in der Freizeit, dann gibt es natürlich die Valle on Tour Kollektion. T-Shirts, Pullover in sehr guter Baumwoll- und Bio-Baumwollqualität findet ihr auch unten in der Videobeschreibung oder in meinem Online-Shop. Und sollte ich mal ohne meine schicke Cappy durch die Gegend laufen wollen, weil es dann doch zu kalt oder regnerisch wird, dann hatte ich hier noch so eine kleine Kleinmütze. Auch sehr hilfreich, vor allen Dingen, wenn es bitter kalt wurde. Ja, ihr seht, der Tisch leert sich so ein bisschen. Ich greife mal zur Seite und hole jetzt noch so ein paar Herzstücke der Reise mit hervor. 99% aller Kilometer habe ich mit dem BMW Enduro Carbon Helm in der Saison 2019 zurückgelegt. Diesen Helm trage ich seit 2017 und ich bin sehr zufrieden mit dem Helm. Ich trage ihn, wie ihr seht, ohne Visier. Ich habe jetzt hier mal die BMW Enduro Brille reingetan. Ich habe diesen Helm aber mit der Climb Enduro Brille getragen. Warum? Nicht nur, weil mir die Optik besser gefällt, sondern diese Brille hier hat keinen Nasenschutz. Die Climb Brille hat einen vergrößerten Nasenschutz und das ist besonders wichtig vor Insekten und vor allen Dingen Regen, Sturm und einfach Witterung. Ohne Visier wiegt dieser Helm 1330 Gramm. Er ist also schon recht gut, sehr leicht. Umso leichter, umso angenehmer zu tragen, vor allen Dingen bei so langen Etappen. Natürlich kommt jetzt noch so eine Brille dazu, meine GoPro auf der Seite, also ein paar extra Gramm sind dabei. Ich finde den Helm bisher von der Lautstärke super angenehm, vom Wind- und Wetterschutz sehr, sehr gut. Aber das Nonplusultra, das Highlight auf dem Enduro-Markt ist momentan der Climb Krios Pro. Er ist aufgrund des Aufbaus mit Koroid so leicht, dass man ihn ja nur mit ein paar Fingern mal eben so halten kann. 1200 paar zerquetschte Gramm. Und jetzt werdet ihr vielleicht sagen, das sind doch nur 100 Gramm Unterschied. Das ist bei einem Helm eine Welt. Der Ralle hat es ja eben schon im Vorbericht erklärt, was diesen Helm so einzigartig macht, wie er funktioniert mit dem Verschlusssystem. Jetzt fragt ihr euch, warum habe ich den eigentlich nie beim Valle auf den Fotos und in den Videos gesehen? Ja, ich habe ihn leider eine Nummer zu klein geordert und war so nur in der Lage, ihn höchstens einen Tag anzuziehen. Ich warte momentan noch auf die Lieferung auf die Größe L, denn dann werde ich ihn in 2020 so richtig auf Herz und Nieren testen. Vor allen Dingen, weil ich dann auch in einigen wärmeren Ländern unterwegs bin. Und dieser Helm hat so ein gutes Belüftungskonzept. Darauf bin ich schon mega gespannt. Klar, er kostet ein paar Mark, aber ich glaube, das lohnt sich richtig. Ich bin schon sehr gespannt und halt euch natürlich auf dem Laufenden, was das nächste Jahr so meine Erfahrung mit diesem oder einem anderen Helm ist. Die Anforderungen an das Schuhwerk für meine große Nordeuropa-Tour in 2019, die waren echt heftig. Das war eben nicht so tief. So, jetzt bin ich hier erstmal an einer sicheren Stelle. Denn die Schuhe sollen wasserdicht, atmungsaktiv, bequem und warm sein. Als Freizeitschuh habe ich mich für diesen von Climb entschieden. Der hat einen Schnellverschluss, ist wasserdicht, hat eine Gore-Tex-Membran, hat eine Anti-Rutsch-Beschichtung der Sohle und trotzdem noch ein grobes Profil, perfekt also zum Wandern. Der Schuh ist leicht und super bequem. Die Sohle innen drin hat das Jahr über überstanden, kann jetzt aber gut ausgetauscht werden. Ihr werdet euch vielleicht schon mal gefragt haben, was das für ein besonderer Motorradstiefel ist. Und ich möchte ehrlich zu euch sein, es ist gar kein Motorradstiefel. Nein, denn die Marke Climb ist mit dem Snowmobilsport groß geworden und hierbei handelt es sich um nichts anderes als einen besonders warmen, wasserdichten, Gore-Tex enthaltenen Snowmobilstiefel. Und der hat auch noch eine besondere Sohle unten drunter, zusammen entwickelt mit Michelin, damit man einfach nicht ins Rutschen kommt, selbst wenn es mal nass oder glatt wird. Climb hat am Anfang zu mir gesagt, Valle, wir geben dir gerne diesen Stiefel, aber normalerweise trägt man ihn auf dem Motorrad nicht. Er hat zwar hier eine Verstärkung zum Schalten und er ist super robust, auch für den Fall eines Unfalls, aber er baut natürlich hier ein bisschen höher auf, ist ja einfach von der Struktur etwas anders als ein Motorradstiefel. Da ich aber besonders Wert darauf gelegt habe, dass mein Fuß trocken und warm bleibt, habe ich es einfach mal ausprobiert und ganz ehrlich, dieser Stiefel ist für mich
genau wie geschaffen, vor allen Dingen dann, wenn es in den hohen nordischen Ländern auch mal ein bisschen kälter wird. Dieser Eisblock, er ist nicht nur mega schwer, sondern er ist 500-600 Jahre alt. 500-600 years, verrückt, oder? Und den darf ich jetzt hier wieder zurückwerfen, weil was in die Natur gehört, das sollte auch wieder dahin. Im Warmen will ich den Stiefel eigentlich nicht länger tragen, denn dafür ist er innen drin einfach zu stark gefüttert und der Fuß wird dadurch einfach zu warm. Praktisch, übrigens wie auch an diesem Freizeitschuh, ist der Schnellverschluss. Das heißt, ich ziehe den Stiefel einfach hier per Ratsche mit so einem Drehregler zu und auch diese kleinen Mini-Bänder haben bis jetzt super gehalten. Trotzdem haben beide Stiefel links und rechts stark gelitten, denn sie sind viel durch Wasser und Stein, Geröll, Sand gegangen. Und ja, sie waren auch mal irgendwo mal eingeklemmt, vielleicht ein bisschen, wenn ich sie mal bei Heißtemperaturen nicht getragen habe. Und somit gibt es die ein oder andere Stelle, wo das Leder etwas porös wurde. Nicht übrigens die Wasserdichtigkeit, denn der Stiefel ist jetzt noch ziemlich dreckig von den letzten Offroad-Aufnahmen beim Enduro Action Team. Und Wasser kommt trotzdem nicht durch, auch wenn es hier den ein oder anderen Verschleiß gibt. Für kalte Bedingungen oder wenn es viel regnet, dafür ist dieser Stiefel wie gemacht. Bevor ich jetzt gleich zum Herzstück meiner Ausstattung komme, noch zwei kleine Hinweise. Habt ihr eigentlich gesehen, wie praktisch das ist, wenn man hier bei dieser Funktionswäsche seinen Finger durch die Schlaufe tun kann? Das hat einfach einen großen Vorteil. Ihr kennt das vielleicht, wenn man einen Handschuh anhat, die Jacke so leicht darüber. Irgendwo kommt doch immer so ein bisschen störender Wind rein. Hier habe ich jetzt zumindest mal meine Base Layer ganz weit über die Hand, übers Gelenk drüber. Das finde ich total praktisch. Und diese schicke Hose, die ich hier anhab, das ist so meine Freizeithose zum Wandern, zum Klettern, zum einfach abends im Restaurant sitzen. Kommt auch von Climb, ist so ein ganz leichtes, luftiges Ding. Kann man hier oben auch weiter und enger schnallen, je nachdem, wie es einem passt. Genau. Aber jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum Hauptstück dieses Videos. Das, worauf ihr die ganze Zeit schon gewartet habt, das Feedback zum Climb Badlands Pro. Ja, so nennt sich dieser Anzug, der damit wirbt, dass er absolut wasserdicht sein soll und bei warmen Temperaturen immer noch eine Top-Belüftung. Eine Top-Belüftung trotz Laminat, denn diese Kleidung ist laminiert. Damit ist sie einfach wasserdicht. Schwachstellen wären Reißverschlüsse, Nähte und so weiter. Die Reißverschlüsse hier sind alle wasserdicht, die Nähte alle speziell gemacht und sämtliche Stellen, wo Wasser reinlaufen könnte, durchdacht. Aber jetzt gehen wir mal einmal Schritt für Schritt auf diese Klamotten ein und ich fange einfach mal mit der Hose an. Wie ist diese Hose aufgebaut? In der Hose gibt es natürlich Knieprotektoren, Hüftprotektoren und auch einen Steißbeinprotektor. Ich habe hier einfach mal Protektoren, die da drin verbaut sind, rausgenommen. Das ist einmal der Rückenprotektor aus der Jacke und hier ein Hüftprotektor aus der Hose. Am Rückenprotektor könnt ihr sehen, wie diese Protektoren aufgebaut sind. Nämlich aus einem sehr weichen Material, was sich komplett eurer Kontur anschmiegt, ohne dass es stört oder Kraft benötigt, irgendwie diesen Protektor zu verändern. Gleichzeitig belüftet durch Löcher, die da drin sind. Und im Falle eines Aufpralls ist das hier ein besonders starkes Material. Stärker als die normalen CE-Kunststoffprotektoren, die wir so in den klassischen Anzügen drin haben. Und dieses Material führt sich auch in allen anderen Protektoren wieder. Das heißt, es gibt nicht mehr dieses störende, drückende Gefühl, wenn es irgendwo dann doch klemmt und nicht richtig sitzt. Denn diese Protektoren schmiegen sich um den Körper herum. Finde ich super, super angenehm. Das ist echt ein Platz nicht von dieser Welt, kann man sagen. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie The Man on Mars. Es ist super schwefelhaltig, die Luft hier. Aber man sollte mal hier gewesen sein, wenn man sich ins Hochland von Island traut. Die Wanderwege hier den Berg hoch und runter mega präpariert. Nichts für schwache Nerven. Und die Temperatur so an der Oberfläche ist ungefähr bei 100 Grad. Das Wasser hier kocht.
Es gibt an der Hose insgesamt zwei Taschen, einmal links, rechts und die großen Lüftungsschlitze, die dann aber auch Belüftung bis nach ganz unten in der Hose anbieten. Nicht, dass man unten irgendwo rauskäme, aber es kommt auf jeden Fall zu einer Luftzirkulation im gesamten Hosenbein, wenn man denn mag und wenn man die Abluft hier hinten auch aufmacht. Auch ein wasserdichter Reißverschluss, so wie alle anderen Reißverschlüsse auch. Und somit kommt hier die Luft einmal durchs gesamte Bein. Ein ganz, ganz großer Vorteil und ein Alleinstellungsmerkmal ist hierbei, dass wenn ich hier den Lüftungsschlitz aufmache, die Luft nicht mehr durch irgendeine Membran sich durchquälen muss. Man kommt hier direkt auf das Bein. Die Luft strömt einfach durch, ohne, wie gesagt, gegen irgendein Hindernis zu kämpfen. Und das ist einzigartig und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Die Membran, die hier drin verbaut ist, nennt sich Gore-Tex Pro. Das Pro ist in Verbindung mit Gore-Tex zusammen entstanden und haben nur ganz wenig Anzüge auf der Welt, diese Lizenz, das Wort Gore-Tex Pro und diese Pro-Membran überhaupt zu verwenden. Ja, dadurch ist dieser Anzug durch unzählige Tests gegangen. Und es haben ihn sicher schon einige meiner Follower gekauft. Gerade jetzt war ich zusammen unterwegs mit drei weiteren Fahrern in Rumänien und wir standen auf diesem Stein mitten am Transalpina Pass in Transsilvanien. Es hat genieselt, es hat geregnet, es war kalt, 5, 6 Grad und wir waren alle trocken und happy, dass wir so eine coole Kleidung haben. Denn der größte Vorteil an wasserdichter Kleidung, wenn sie dann noch gut belüftet ist für den Sommer, ist, dass wenn es anfängt zu regnen, ich einfach auf meinem Bike sitze und weiterfahre. Ich muss dann nicht das Geraffel anfangen, Schuhe aus, weil vielleicht über meine Enduro-Boots gehen die Regenklamotten nicht rüber. Ich muss mir nicht irgendwie reinzwängen, die Hose, und dann kommt ja doch irgendwo Wasser durch. Ja, über den Schuh drüber. Bei Marvin geht es ein bisschen schneller. Zack, was bin ich? Du machst das schon. Du machst das schon. Die einzige Schwachstelle ist letztendlich der Kragen. Da muss man einfach was machen. Entweder mit der schönen Sturmhaube, wie ich euch sie eben gezeigt habe, mit dem Gore-Tex, oder einfach mit einem hochgestellten Kragen, den man vielleicht noch irgendwie drumherum wickelt. Ansonsten ist das Zeug 100% wasserdicht. Ich hatte nirgendwo einen Wassereinfall. Was man natürlich berücksichtigen muss, ist, die Reißverschlüsse müssen bis nach ganz oben und noch in dieses kleine Reservoir hier reingefahren werden. Dann ist das Ding dicht. Wenn man die Jacke so das erste Mal hochhebt im Laden, dann denkt man sich, boah, das Ding ist aber echt richtig schwer. Ja, laminierte Produkte sind eben einfach ein bisschen schwerer, aber klein wäre nicht klein, wenn sie nicht noch einen super innovativen Nierengurt mit eingebaut hätten, der sich um den Körper herumschmiegt, nach oben hinten drin verbunden ist und somit die gesamte Last, die auf den Schultern herrscht, auf den Rumpf ablegt. Und zusätzlich kann man den Nierengurt hier nochmal über ein zweites Zugsystem mehr straffen oder etwas lösen, je nachdem, wie es einem gefällt. Und einen kleinen Reißverschluss zur Verbindung mit der Hose gibt es auch noch. Innenliegend gibt es hier zwei Fächer, entweder für Brustprotektoren oder einfach als Taschen zum Nutzen. Wie gesagt, der große Rückenprotektor gehört hier rein. Und hier oben ist noch ein Fach für eine 2-Liter Trinkblase, die dann hinter dem Rückenprotektor sitzt. Übrigens, den Schlauch der Trinkblase kann man innerhalb der Jacke hier durch diese Tasche nach vorne verlegen, denn hier ist der Ausgang für das Mundstück. Das war mir persönlich aber immer ein bisschen zu kompliziert, den Schlauch innen drin zu verlegen, wenn ich dann doch relativ häufig die Trinkblase auffülle und sie gerne rausnehme, weil die Jacke dann doch irgendwo anders ist, als wo ich gerade Zugang zum Wasser habe. Diese Jacke hat eine Hülle und Fülle von Taschen und Lüftungssystemen. Und die möchte ich euch jetzt einmal gerne im Detail zeigen. Klar, ihr habt das eben schon so ein bisschen im Ansatz gesehen beim Ralle im Video, aber jetzt nochmal von mir. Am rechten Ärmel gibt es zwei B-Lüftungen und eine Entlüftung hinten am Ärmel. Am linken Ärmel gibt es auch zwei B-Lüftungen und ein zusätzliches Staufach, zum Beispiel ja, für Fahrzeugpapiere, für eine Kreditkarte, für ein bisschen Bargeld. Hier gibt es auch noch so ein kleines verstecktes Fächlein für Sachen, ja, die nicht auf den ersten Blick gleich findbar sein sollten, falls es mal irgendwo zu einer Notsituation kommt. Am Oberkörper selbst gibt es hier diese beiden Belüftungsschlitze, zwei große Taschen, die auch nochmal zur Belüftung beitragen können, und zwei Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen hier jeweils in den Seiten.
zwei kleinere Taschen noch oben im Brustbereich zum Öffnen für kleinere Gegenstände. Das gesamte Belüftungskonzept dieser Jacke ist so aufgebaut, dass man einfach während der Fahrt auf- und zumachen kann und so auch in Heißländern unterwegs sein kann. Ich möchte nächstes Jahr nach Marokko und werde auf jeden Fall diese Jacke dabei tragen. Und wenn ich einmal bei einer besonders warmen Temperatur mehr Luft um den Hals brauche, dann habe ich hier im Kragen eine kleine Schlaufe. Die kann ich mit diesem Kunststoffteil hier verbinden und somit den Kragen einfach sauber aufstellen, ohne dass irgendetwas an meinem Hals flattert oder mich stört. Das ist einfach super konzipiert. Wenn man sich die Jacke nochmal von hinten anschaut, dann sieht man hier links und rechts große Reißverschlüsse zur Entlüftung und eine zusammenhängende Tasche hier unten. Wenn ihr den Kragen etwas weiter oder enger machen möchtet, dann habt ihr hier noch so einen elastischen Zuzieher. Das gleiche gilt übrigens auch hier unten an der Seite. Somit könnt ihr auch dort die Jacke um die Hüfte etwas enger machen. Am rechten Ärmel findet man noch eine wasserdichte Aufbewahrungstasche. Die habe ich das ganze Jahr über verwendet für meinen Spot Gen 3 Satellitenmessenger. Der passt hier prima rein. Und auf dieses Gerät gehe ich dann noch in meinem Technikvideo ein. Wenn ihr wissen möchtet, wie dieses ganze Zeug eigentlich auf meinem Motorrad verstaut ist, dann klickt jetzt hier oben auf den Infobutton und schaut euch noch mein Gepäckvideo an. Ja, zum Thema Sicherheit hatte ich euch ja vorhin den Rückenprotektor gezeigt. Es gibt natürlich hier noch Ellbogenprotektoren und Schulterprotektoren. Wer man möchte, eben noch hier die Fächer für die Brustprotektoren. Hatte ich jetzt bei mir soweit nicht drin. Was ich nach meinem Sturz in der Mongolei im Juni 2018 aber immer trage, weil ich einfach ein besseres Gefühl damit habe und ich glaube, dass es mir bei meinem Sturz auch wirklich geholfen hat, mein Genick nicht zu brechen, ist ein Neck Brace. Viele haben mich während meiner Reise gefragt, was ist das überhaupt? Das System ist eigentlich ganz einfach. Nur es ist wichtig, dass es auch ein gutes Neckbrace ist, ein leichtes. Man setzt sich das Teil hier so auf die Schultern und durch die mechanische Wegbegrenzung, zum Beispiel hier rechts oder nach hinten, kann ich im Prinzip meinen Kopf nicht überstrecken und im Falle des Falles mir nicht das Genick brechen. Für mich etwas, was bei jeder Tour auf den Schultern sitzt. Jetzt, wo ich gerade den Helm aufhabe, zeige ich euch noch schnell den Verschluss. Damit ist der Helm geschlossen und ich ziehe, damit ist er wieder auf. Zu, auf, zu und trotzdem bombenfest. Ja, das ist eine magnetische Zuziehhilfe. Nach 35.000 Kilometern und über einem halben Jahr auf dem Motorrad komme ich jetzt zum Fazit. Aber vorab noch eine allgemeine Anmerkung. Denn ihr seht natürlich jetzt hier sehr viele Produkte der Firma Climb. Ja, und Climb unterstützt mich auch bei meinem großen Projekt und darüber bin ich auch sehr dankbar. Trotzdem wahre ich mir bei all meinen Berichten und über alle Produkte, über die ich spreche, meine Objektivität. Ich habe bisher BMW Motorradkleidung gefahren, Revit, Dainese, jetzt eben Climb. Und somit habe ich auch schon ganz unterschiedliche Erfahrungen gesammelt. Und ich werde immer sagen, wenn mir etwas nicht taugt oder wenn etwas doch nicht verspricht, was es in der Werbung so behauptet. Aber momentan kann ich sagen, es gibt auf dem gesamten Markt nichts Besseres als diese Jacke und diese Hose. Und die meisten Produkte, die ihr sonst so als Baselayer, Midlayer und so weiter gesehen habt, ist einfach Climb ein Marktführer. Ja, natürlich kostet die Kleidung etwas mehr, aber es ist ein Invest in die Zukunft. Und es macht das Fahren so unvorstellbar viel angenehmer. Ich habe irgendwann komplett aufgehört, eine Wetter-App zu studieren, ob es morgen regnet oder die Sonne scheint oder es kalt oder es warm wird. Am Morgen wusste ich, ob es regnet oder kalt oder warm ist und entsprechend habe ich mich einfach angezogen, aber ich musste nie noch eine Regenkleidung drüber werfen oder unterwegs stehen bleiben und erstmal trocknen und so weiter und so fort. Mir hat das Regenwetter überhaupt nichts ausgemacht und das ist so ein riesen Komfortvorteil, das habe ich früher gar nicht so sehr verspürt. Und jetzt merke ich einfach, geil mit diesem Zeug um die Welt zu fahren, ist einfach das Beste für mich. Genau. Und ihr könnt das natürlich auch machen. Ihr seht in der Videobeschreibung, was es alles so gibt. Geht zum Einzelhandel oder guckt online, bestellt euch das Zeug oder lasst euch erst beraten. Es gibt immer mehr Climb-Händler in Deutschland und Europa. Schaut einfach mal auf meiner Website unter walleontour.com. Dort findet ihr den kleinen Partner-Button und dahinter die Beschreibung zum Thema Climb mit dem Dealer-Locator
Und später im Jahr wird es auch noch eine komplette Ausstattungswebsite von mir geben, wo ihr das nochmal nachlesen könnt. Was habe ich da eigentlich an, was nehme ich mit, was finde ich gut, was finde ich nicht so gut. Also, ich bedanke mich nach so einem langen Video für eure Aufmerksamkeit, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Denkt bitte nochmal dran, den kleinen Abonnieren-Knopf drücken, dahinter die Glocke, lasst mir ein Like da, ich freue mich über eure Kommentare. Wenn ihr mich unterstützen wollt, werdet Premium-Abonnenten bei mir auf der Website und schaut mal wieder vorbei in meinem YouTube-Kanal. In diesem Sinne wünsche ich euch eine tolle Restsaison 19, einen super Start in 2020 und bis bald, euer Walle.